blöden Blöcke im Weg. Was hast du eigentlich mittlerweile als Fernkampfwaffe? Du hast ja bestimmt irgendwas Cooles mittlerweile. Bis jetzt eigentlich immer noch nur den Mini-Hai, den Höllenbogen und die Sternenkanone. Ich müsste da erst noch in den Hard-Mode kommen, bis ich neue gute Sachen machen kann. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier das machen muss. Kommt halt immer darauf an, wie viel Damage wir jetzt machen. Hast du jetzt eigentlich auch das, das Teil, was jetzt alle deine Anzeigen in einem Item hat? Noch nicht. Also ich habe jetzt den Stückzähler gefunden. Dadurch konnte ich jetzt drei Teile zu einem machen. Jetzt brauche ich noch das den Metalldetektor, um drei Teile zu einem zu machen. Dann brauche ich noch, was auch immer das letzte war, was ich suche, um drei Teile zu einem zu machen. Und dann kann ich aus den drei Teilen, die ich aus jeweils drei Teilen gemacht habe, nochmal ein Teil machen. Und das kann ich mit einem anderen Teil zu noch einem Teil machen. Bist du bescheuert oder was? Das ist, glaube ich, einer der drei größten Crafting Trees, die es gibt. Gehen wir mal hier drüber einfach. Ich würde sagen, wir machen das bis hierhin. Stellen uns dann ins Ende und warten auf die Wall of Flesh. Dann bereite dich mal vor, was du so brauchst. Erstmal das loswerden, was ich verlieren kann, falls ich sterbe. Wenn du bereit bist, dann. Auf geht's. Alter, fick dich. So, und ach, warte. Und lass mal kurz. Ach, blöde Gegner. So, der Boss kommt jetzt. Ich hatte gehofft, die Sterne machen mehr Schaden. Ich glaube, das Maul bekommt mehr Schaden als die Augen. Bin mir da aber nicht so ganz sicher. Kann auch andersrum sein. Aber easy. Was hast du 90% noch, oder? Ich hab gerade alle drauf gesammelt. Aua. Ja, hast alles. So, was gab's denn Schönes? Oh Gott! Diese Scheiße hier. Ja, alle möglichen Scheißen. Ein Pornhammer. Ja. Okay. Obsidian Brick habe ich aufgesammelt. Spiked Summoner Emblem. Okay. Ja, irgendwie sonst nichts. Gut, ja, das Summoner Emblem kannst,
Kannst du mir mal geben? Das können wir später verbessern. Für uns ist das jetzt nichts. Das ist nur für die, wenn man so Gegner beschwört und sowas. Also so Monster beschwört, wie ich es hier habe, aber davon haben wir keine Klasse. Und den Pornhammer kannst du mal rübergeben. Damit bauen wir gleich die Altäre ab. Ach, damit geht das. Genau. Warte. Das sieht nicht aus, was er. So, Und wenn du hier kurz warten kannst, dann schaue ich mal, dass ich noch so eine Puppe hole, damit wir die nochmal besiegen, die Wall of Flesh. Vielleicht bekommen wir. ja, geh schon mal zum Anfangspunkt. Genau, ganz nach rechts. Ich komme dann direkt wieder runter. Ah ne, ich habe da noch was gekriegt. Das sind Living Fire Blocks. Ja, okay, die sind nicht allzu wichtig. Man kann halt noch ein ganz nettes Schwert bekommen. Das wäre was für dich, die Brecherklinge. Was damit? Die Brecherklinge kann man von dem noch bekommen und das Lasergewehr, also noch eine gute Magie- und Nahkampfwaffe. Das Lasergewehr ist eine Magiewaffe oder was? Ja. Okay, check ich nicht, aber okay. So, da bin ich. Und der Boss kommt. Eben ging es leichter, aber jetzt sind wir auch im Hardmode, jetzt habt ihr auch mehr Leben. So, haben wir jetzt was Besseres bekommen? Ich habe einen Lucky Magma Stone gekriegt. Okay. Mhm. Jetzt inflicts Fire Damage. Ja, genau, deine Nahkampfangriffe machen jetzt Feuerschaden. Jetzt kommen aber auch die Gegner überall. Ich habe jetzt das Fernkämpfer-Emblem bekommen. Das ist schon mal was Gutes für mich, um Damage zu machen. Die Taucheruhr, sehr gut. Das ist eins von den Dingern, die ich noch brauchte. Und sonst nichts. Schade, das Schwert wäre noch gut gewesen. Gehen wir mal hier nach oben. Jetzt mal hier haben wir mal kurz ein bisschen Ruhe. Was brauchen wir noch? Quillte Seele. Den könnten wir eigentlich mit so einem Staub zu einem Menschen machen, zu einem NPC. Aber davon habe ich jetzt nichts dabei. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach oben. Gut, hier haben wir soweit alles. Das nächste, was wir gebrauchen könnten, wir sollten als erstes mal die Altäre zerstören, damit wir die neuen Erze bekommen. Daraus können wir uns neue Rüstungen machen. Und wir brauchen auch Flügel. Jo. Dazu müssten wir dann auf so eine fliegende Insel. Ich würde sagen, erstmal kümmern wir uns um die Altäre. Okay, auf zu den Altären. Wo müssen wir hin?
Nach links. Konnte man die Flü Was machen die Flügel? Die, ja gut, die kann man fliegen, aber haben die nicht auch irgendwas ersetzt quasi? Und konnte man nicht mit irgendwas kombinieren? Du brauchst den Doppelsprung nicht mehr, du kannst fliegen und du bekommst keinen Fallschaden mehr. Also quasi statt von diesen zwei Slots brauchst du nur einen oder was? Ja, also es ersetzt halt schon einiges. Die Flügel, die sind schon geil. So. Aber müssen wir da nicht in den Himmel? Ja. Diese verkackten Drachen am Plätten? Ganz genau. So, halt mir den Rücken frei. Ich mache hier mal alles kaputt. Dann kommen schon die bösen Geister. Mithril, Adamantium. Schon kaputt hauen. Einen habe ich rechts stehen lassen, damit wir da noch Sachen craften können. Ich bin tot. Machen aber auch Damage, die Dinger. Soll ich noch überleben oder soll ich zurückkommen? Ich komme zu dir. Du musst ja eh noch mehr davon wegmachen. Ich kann mich gerade nicht heilen. Halte durch, ich komme. Oh Kacke, da kommt ein Slime. Aua. Ich bin da. Gibt es ja von viele. Ist auch gut. Je mehr man davon kaputt macht, desto mehr spawnen von dem ganzen Material oder was? Ja. Dann haben wir es nicht so schwer beim Farmen nachher, wenn es so viele Erze gibt. Aber die Geister hier, die mögen das gar nicht, dass wir die Altäre kaputt machen. Das ist eine Frage. Hast du mal probiert, bei irgendwelchen Religionsgruppen irgendwelche Altäre zu blätten? Darauf steht keiner. Na gut, verständlich. So, das war's mit der Corruption. Dann gehen wir jetzt einmal zurück. Teleportieren uns von der Wüste aus in den Dschungel und gehen dann in die zweite Corruption. Da sind ja auch noch Altäre. Oh, stimmt. Sei vorsichtig, wenn du durch den Dschungel gehst. Der ist jetzt deutlich gefährlicher. Dschungel war links, oder? Ja. Deutlich gefährlicher. Ja, die Gegner da machen sehr viel Schaden. Vor allem diese Pflanzen und die Schildkröten. Oh Gott, da war irgend so ein dreckiger Fisch. Ja, genau. Und die Barracuda auch. Bist du eigentlich jetzt? Oh Gott. Wieder in dem Loch mit den Fackeln. Dann
toll, ich bin im Loch davor reingefallen gerade. Kurz da unten habe ich ja zu dem Ding hingegraben. Oh, ist das ein fliegendes, fliegender Blob? Die neuen Rüstungen haben wir auf jeden Fall nötig. Also, wie wir gerade auf die Fresse kriegen, ja. Links sind noch ganz viele. Lebenstechnisch sieht das gerade nicht so gut aus. Nee, es könnte besser laufen. Warte mal kurz, ich mach mal. Mach die mal weg da drüben. Warte. So, komm Jojo, das machst du. Boah, die halten schon ein bisschen was aus. Ah, jetzt ist das Ding eigentlich mehr oder weniger, ja, tot. Gut, dann mach du mal da oben noch ein Loch rein und kümmere dich schon mal um die Viecher dahinter. Ich mache hier schon mal den Altar weg. Hinter uns kommt Blobbo. Okay, ich hoffe mal, wir haben alle. Also wir haben auf jeden Fall genug davon abgebaut. So wie ich das sehe, denn hier oben haben wir sogar schon Erz. Palladium. Das sieht aus wie Kupfer, ey. Ja, strahlt nur ein bisschen mehr orange als normales Kupfer. Okay. Gut, dann wieder schnell nach Hause. Brauchen wir dieses Dschungelgras-Samen? Pack einfach mal alles in die Kisten hier mit rein. Früher oder später können wir bestimmt was davon noch gebrauchen. So, Palladium. Kriegst du gerade mal? So, ich habe für dich hier einmal ein Gegengewicht. Das kannst du als Accessoire ausrüsten.